In einem Zeitalter, lange bevor der rote Mond Dalamut erschaffen wurde, wurde er, geboren als Wille des Gestirns, in einen weißen Mond gesperrt. Dort träumt der, den die Seelen der Alten nährten, von dem Tag, an dem er wieder eins wird. Verdammt dazu, stumm in Kälte und Finsternis zu liegen, weder Wiege noch Grab. Unhörbar hallen die Klagen seiner Diener durch die Leere, hinab auf den blauen Stern. Ich finde die Frage noch viel interessanter. Wie? In Altteufelsdarm können wir auf dem Mond atmen? Also, ich... Ne? Wie? Sergeant Pepper! Luna, Sergeant Pepper! Sergeant Pepper! Aber irgendwie, dein sieht halt cool aus. Es sieht zwar immer noch also richtig peinlich aus, aber trotzdem, ja, es sieht aber trotzdem irgendwo cool aus. Besser als so ein Schlapphut. Wie kannst du nur einen Schwanz haben? Weil ich eine Katze bin. Ein Katzenwesen. Das macht es dennoch nicht möglich, auf dem Mond ohne Sauerstoff zu atmen. Die Physik bleibt dennoch bestehen. Ich meine, das ist... Und was ist mit der Schwerkraft? Also, das soll doch gar nicht... Man kann nicht so... Also, das... Nee. Einfach nein. Aber ich find's trotzdem cool. Allein die Sicht darauf. Well. Allein das hier ist halt mega cool. Aber trotzdem, einfach nein. Nein, wir gehen im Takt. Wie würde das aussehen, wenn alle einen Raumanzug anhätten? Lustig! Das wäre doch mal was. Alter, wie Luna und ich einfach mal gleich... gehen. Das ist irgendwie unheimlich. Das nenne ich immer einen Großkristall. Der ist cool. Hat dir mal jemand gesagt, dass du verdammt groß bist? Hallo? Hören Sie mich? Ich muss zurück nach Hause telefonieren. Nach Hause telefonieren. Oh, ich finde gut. Jetzt stehe ich mal vor, da steht mein Lala vor. Oh. Weißt du,
Musst du erstmal so hochschreien. Hallo. Hallo. Ich kann nicht mehr. Es tut mir leid. Das sehe ich halt nicht. Okay. Wir müssen heimkehren in unsere Vergangenheit. Kann ich mehr bleiben. Geht nicht. Und nach Hause telefonieren. Ich finde den geil. Das ist so ein bisschen, das klingt halt 1-1 so. Das hat nichts mehr mit dem Glühwein zu tun. Doch. Das ist einfach. Ah, schön. Ich finde den gut. Juhu! Meine fette Katze! Na, die schwebt sowieso nicht. Der Wächter. Der Wächter ist meine Quest gerade. Wieso? Luna, warst du das? Ja, okay. Habe ich mir fast gedacht. Alter. Alter. Au. Okay. Luna, zu oft kann ich den auch nicht bringen, sonst ist es nicht mehr witzig. Ne, es verliert so sonst seinen Charme, wenn ich das die ganze Zeit mache. Dann ist es nur noch halb so lustig.
E.T. hat genug telefoniert. Okay. Ich sagte, dass ich deine Hilfe benötige, die Erscheinungen loszuwerden. Aber das bedeutet nicht, dass du mit ihnen kämpfen musst. Sie sind vage Existenzen. Sie lösen sich auf, wenn man sie berührt. Du hast Gefälle, in denen ihre Gefühle Gestalt annehmen. Du hast es bereits erlebt. Dann bleibt nur der Kampf. Ich werde damit fortfahren, die Schwerter wieder instand zu setzen. Denn ich spüre, wie sich unwillkommenen Besucher nähern. Drei, zwei, eins, weiter. Drei, zwei, eins. Geronimo! Autsch. Okay. Wie lange habe ich geschlafen? Ein Wimpernschlag? 1000 mal 1000 Äonen? So viel Zeit ist vergangen. Alles liegt so weit zurück. Ich finde die Musik so schön. Die Musik ist richtig schön. Damals waren wir im Einklang mit dem Gestirn. Wir entschlüsselten das Alphabet der Natur und schufen neues Leben. Mit Sorgfalt entschieden wir, welche Art dem Gestirn Nutzen brächten. Jede Seele eine Blutstropfen in seinen Venen. Oder reden die allgemein? Ah doch, die reden allgemein. Okay. Dann lese ich das nicht vor. Ich kann man selber lesen. Ich möchte nämlich das im Hintergrund hören. Die Musik ist so schön. So schön. Hinten macht man ein bisschen saugen. Spannung mehr. Leuchtende Hunde. Hey, jingle jing. It's Dominic the Donkey. Jingle jing. The Italian Christmas Donkey. La 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 la. Kein Kommentar.
folgen wir mal dem Wauzi. Das sieht auch jetzt sehr, sehr komisch aus. Duft hat's reingeschafft. Huch. So stimmt's, wie habe ich gehört. Naja, bei 10 sind wir schon, ne? Bei 10 sind wir schon. Wie spät ist es? Gleich 23 Uhr. Wäre möglich. Wäre möglich. Ja, es herrscht Erfüllung für das Gestirn wie für uns. Alles war gut. Es gab weder Trauer noch Leid. Doch dann kam der Tag, der letzten Tage einläutete. Wenn die nächste Uniform soll ich dann in den Wolf. Das ist die Info, wie viel mehr gewiped sind. Kannst du gern machen. Kannst du gern machen. Wie weit ist denn die Ini noch entfernt? Was? Ernsthaft? Geil. Ah, schön. Ich freue mich. Alter, dann habe ich ja dann die dritte. Also mit dritte Inni. Sehr geil. Knabbert Erdnuss hier. Lass es dir schmecken.
Katze! Ah! Lunatender! Wie geil! Aber du weißt, das ist einfach so praktisch. Ja, ne? Wie geil! Diese langgezogenen Kaktoren! Wie geil! Ich finde die Dinger klasse! Ah, oh, wie geil. Yoga, ja. Oh, aber wirklich. Da, 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 da. Ach ja, schön, schön, schön. Oh, Hybrid. Also wirklich. Thank you.
Boah, sorglich vor der Indie gehe ich aber trotzdem nochmal aufs Klo. Je nachdem, wie lange das dauern kann. Weil wenn du schon viermal gewiped bist, gehe ich wahrscheinlich vorher lieber nochmal. Sicher ist sicher. Kommt die jetzt gleich direkt im Anschluss oder habe ich noch Zeit? Wenn ich direkt da gleich reingeworfen werde, dann gehe ich lieber. Ja, ja. Yeah. Ich krieg das alles mit. Na, flirtest du wieder? Das Hausmädchen macht mir Angst. Oh, diese Kettensäge. Lol, da ist was Großes vor mir erschienen. Okay, dann mache ich hier mal Quest weiter. Den Quest bin ich von dir entfernt. Mhm, wenn ich mich nicht verzählt habe. Schaffe ich es noch, dich einzuholen, wenn du nicht weitermachst? Nicht mehr heute. Schade. Es sei denn, ich mache einen 12-Stunden-Stream. Selbst an mich. Schade. Nimm mir doch nicht meine Hoffnung! Du müsstest circa bis 2-3 machen. Na gut, bis 2, dann wäre es... Ja gut, ein 13-Stunden-Stream. Okay, das will ich jetzt ausprobieren. Bei der könnte man... Na gut, du machst... Wobei... Morgen bin ich ja auch früh da. Wenn du heute nicht mehr weitermachst, könnte man mitlaufen. Den klebe ich dir im Arsch. Was denn? Das ist das erste Mal, dass ich die Möglichkeit habe, einen Teil der Story mit dir zusammen zu machen. Überhaupt irgendwas mal mit dir zusammen zu machen, was keiner von uns kennt. Das ist ein Meilenstein. Ich muss diesen. Warte. Ich muss das Ding hier wegmachen. Das geht gar nicht. Ich kann sonst nicht arbeiten mit dem Hut. Oh, was sagst du? Beschütze das letzte der Schwerter. Ich gehe nun und stelle mich Zenos. Was mache ich? Hat das Einfluss auf die Story? Mhm. Okay. Kommt bei beiden dasselbe raus. Okay. Dann beschütze ich die Schwerter. Juhu, ich darf ein Wauzi reiten. Ich fliege. Ach du grüne Neune. Darf ich aussteigen, wenn ich Windinterferenz sehe? Oder gibt's hier keine? Wir haben den Ätherkompass mal wieder rausgeholt. Was sind Kuriositäten? Wo ging das nochmal? Unten rechts auf den Ausrufezeichen und dann Kuriositäten. Ah, geht gar nicht. Bin zu weit. Mich hat der Hund zu weit transportiert. Mich hat der Hund zu weit transportiert. Oh, Szene. Oh, Käse. Gerade zur rechten Zeit, um unseren Triumph mit anzusehen. Das Siegel ist gebrochen. Du bist frei.
Zodiac! Erhebe dich! Oh, scheiße. Ich habe ein ungutes Gefühl. Mit Elidibus frühzeitigem Verlust hat Zodiac sein Herz verloren. Er lebt allein nach seinem Instinkt, wie ein Neugeborenes, leicht zu beeinflussen. Ja, ich kann es auf der Zunge schmecken. Seine Kraft wächst mit jedem Atemzug. Diese Macht. Selbst in diesem Zustand ist er untrüglich der Held, der einst den Planeten vor der Zerstörung bewahrte. Also dann, endlich ist es soweit. Was hast du dir für unser letztes Mal ausgedacht? Wir hatten kein erstes Mal, wir hatten auch kein zweites Mal und du kriegst mit mir auch kein letztes Mal. Nein. Nein, 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 nein. Ich für meinen Teil werde mir die Kraft dieses Gottes zu eigen machen und die Welt verschlingen, die du zu beschützen geschworen hast. Wenn dein Hass und deine Wut dann auf dem Höhepunkt sind, werden wir uns einer Jagd hingeben, die den Himmel selbst zum Beben bringt. Der redet ganz schön zweideutig. Willst du nur mal anmerken? Und du? Willst du mich hier und jetzt einfach so niederstrecken? So ein schnelles, dreckiges Duell würde mir auch eine gewisse Freude bereiten. Ich kann den Kerl nie wieder ernst nehmen. Nie wieder. Das Spiel kriegen niemals meine Kinder in die Hände. Nein. Ist schnell und dreckig, hä? Schnell, dreckig und feucht. Gut. Komm, zeig mir, was es heißt zu leben. Was denn? Ist was? Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber könntet ihr mit euren Techtelmechtel bitte noch ein kleines bisschen... Ich kann nicht mehr. Alter. Das lebt von Anspielungen. Es lebt von Anspielungen. Weißt du? Final Fantasy denkt sich so, oder Square denkt sich so, gut, wie kann man ein bisschen, FSK 18 mit reinbringen, ohne dass FSK 18 drin ist. Ja, wir nehmen einfach ein zweideutiges Duell, ne, zwischen zwei Leuten und tun so, als hätten sie einen sprachlichen Geschlechtsverkehr. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber hallo? Alter! Also, noch eindeutiger geht es ja schon gar nicht mehr. Oder? Oder seht das wie ich so? Ich meine, es... Okay, weiter im Text. Kann ich mehr. Erinnert ihr euch, wie ich sagte, dass ich sterben möchte und ihr alle den Tod verdient hättet? Das war mein voller Ernst. Hast du gerade sprachlicher Geschlechtsverkehr gesagt? Ja, habe ich. Und frag mich nicht, was das ist. Ich erkläre es in den Worten, das, was die da haben. Damit erkläre ich das.
Der baut Scheiße. Arschbombe, ja. Boah, kann ihr mal einer in die Fresse hauen? Die Welt wollt ihr retten? Welch Ironie, dass ausgerechnet ihr sie nun zerstören werdet! Alter, was geht bei dem? Was geht bei dem Kerl, ey? Genommen! Ohne Scheiß! Ey, Finger weg von den Drogen, Leute! Jetzt dreht er komplett ab. Das fühlt sich immer noch nicht an, als wäre das der Anfang. Das fühlt sich eher an, als wären wir am Ende. So, der Endkampf vom Endkampf. Vom Endkampf. Ja, glaube an dich. Und deine Seele wird wieder erstrahlen. Es ist nicht das Ende, das du dir erträumtest. Aber es passt zu uns. Findest du nicht auch? Hades? Wer das war. Wird eins mit meinem Willen. Ich hätte eine Vermutung, aber ich glaube, dass ich damit falsch liege. Und ich sage es auch noch nicht. Aber der da ist verdammt hässlich. Wirklich verdammt hässlich. Er klingt doch ein bisschen sehr krank. Vielleicht braucht er Hustensaft. Hat jemand von euch noch Hustensaft? Ein dicker Käfer. Die Musik ist geil. Ich weiß, das sage ich heute schon die ganze Zeit schon, aber... Alter.
Ist das jetzt eine einzelne Prüfung oder ist das eine komplette Inni? Ah, okay, das erklärt's. Danke. Ist auch der Grund, warum ich Hybrid meinte, dass er ausmachen soll. Ja. Ja, ich kann's nachvollziehen. Alter. Ich hab Buffensausen. Bereit, einen Gott zu töten? Okay. Bereit, mal wenn du es bist. Wäre ja nicht das erste Mal. Jo. Alter. Also ein bisschen Muffensausen habe ich echt vor dem Viech. Trinke ich noch ein Energy oder lasse ich es sein? Da trinke ich es noch ein. Okay. Glaub mir, bei der Inni braucht man das. Halt da, ja, Arschwasser. Mm. Wobei, ich habe gerade ein bisschen was von abgelassen, also. Eigentlich sollte alles gut sein. viele Infos. Was denn? Besser ist der sprachliche Geschlechtsverkehr. Frag mich aber nicht, wie ich drauf gekommen bin. Das war irgendwie so eine Eingebung. Luna macht einem auch echt Mut. Ich habe Angst vor dem, was gleich passiert. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du machst mir sehr viel Hoffnung hier. Ich bin nur ehrlich. Danke. Also, ich habe in der Gruppe, mit der ich das ja gemacht habe, waren auch ein paar Savage Raider und die haben gesagt, die fanden das Teil schwerer als Eat Savage. Nett. Das macht Hoffnung! Das eine Beispiel war Eden 1 Savage war leichter als das. Gut. Und das nur wegen einer Mechanik. Die komplett näher. Mhm. Ja, ist klar, dass ich dir am Arsch kleben werde, oder? Das ist die ganz falsche. Das ist mir egal. Ich kloppe dir am Arsch.